Hallöchen und herzlich willkommen bei Spieleabend TV. Wir spielen heute Love Letter. Alles klar. Ja, Love Letter. Ein Kartenspiel mit nicht allzu viel Sachen zum Aufbauen. Es gibt wirklich nur 12 Karten. Nee, 16 sind 16. Ja. Es gibt wenige Karten. Diese hier. Und vielleicht erstmal ganz kurz die Geschichte. Ja, Roman möchte euch erzählen. Eine ganz herzreißende Geschichte erzählen. Genau. Es war einmal vor... Nein. Die Geschichte. Die schöne Prinzessin wartet schon lange sehnsüchtig auf ihren Traumprinzen. Das bin ich. Ihr Vater, der König, würde sie gerne mit einem Kandidaten seiner Wahl verheiraten, dem wohlhabenden Thronfolger eines benachbarten Königreichs. Ach, König hier. Doch Reichtum und Macht allein beeindrucken die Prinzessin nicht. Sie sehnt sich nach der wahren Liebe, einem Verehrer, der ihr Herz erobert. Nur wer es trotz aller Hindernisse schafft, dass seine Liebesbriefe in die Gemächer der Prinzessin gelangen, hat eine Chance, ihr Herz zu erobern. Erst dann wird auch der König einsehen, dass ihm das Glück seiner Tochter überlässt. Ach, so König und Prinzessin, ja. Ende. Hat es euch gefallen? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann stalkt er sie noch heute und bringt heimlich die Briefe in ihr Zimmer. Und schleicht sich wieder raus. Also es geht darum, dass wir der Prinzessin einen... wir sind quasi ihre Verehrer. Genau. Genau. Also das Spiel hat eigentlich nicht viel jetzt mit der Story zu tun. Gar nicht eigentlich. Also, aber schön, dass man sowas hat. Ja. Es geht darum, dass man eigentlich die Mitspieler einfach aus dem Spiel rausschmeißt. Ganz einfach. Man hat immer eine Handkarte, die hat eine Fähigkeit und diese spielt man einfach aus. Also wir haben hier 1 bis 8... Und jede Karte hat eigene Eigenschaften und Fähigkeiten, wie sie genutzt wird. Genau. Fangen wir doch einfach mal bei oben an, der Prinzessin. Also, das ist jetzt die Karte, die eins dazu direkt rausschmeißen kann. Gespielt wird so, jeder hat eine Handkarte, ist man an der Reihe, zieht man eine Karte und hat dann die Wahl. Lege ich die Karte, die ich auf der Hand hatte, ab oder spiele sie aus oder die, die ich jetzt gezogen hatte. Genau. Man hat immer eine Karte weiterhin auf der Hand sozusagen dann. Das ist korrekt. Und dadurch versucht man halt die gegnerischen Spieler dazu zu zwingen, ihre Karten abzulegen. Genau, jetzt erkläre ich mal kurz die Karten. Es gibt 8 verschiedene, wie ihr schon gesehen habt. Die haben auch, die Wertungszahl der Karte. Die höchste ist natürlich die Prinzessin, das ist die 8. Wenn du die Prinzessin ablegst, scheidest du aus. Also wenn du diese Karte ausspielen müsstest, wenn du es auf der Hand hast, dann bist du automatisch draußen. Die Gräfin ist die 7. Wenn du zusätzlich König oder Prinz auf der Hand hast, musst du die Gräfin ausspielen. Das heißt, wenn du die hast und was ist Prinz und was war das andere? Prinz oder König? König oder Prinz. Genau. Wenn die und einer von den beiden auf der Hand hast, dann musst du die auf jeden Fall ausspielen. Da muss man einfach ehrlich sein. Dann gibt es noch den König, da muss man eine Handkarte mit einem Mitspieler tauschen. Genau. Prinz, die Nummer 5, wähle einen Spieler, der seine Handkarte ablegt und eine neue Karte zieht. Das wäre zum Beispiel, wenn jemand die Prinzessin hat, ein geiler Ausschuss. Ja. die Zofe, die Nummer 4, du bist bis zu deinem nächsten Zug geschützt. Das ist so eine Blockkarte, die man ausspielen kann. Die dritte, Baron, vergleich deine Handkarte mit der eines Mitspielers. Der Spieler mit dem niedrigsten Wert scheidet aus. Da kommt dann die Zahl. Das ist das Spiel. Genau, das ist die einzige Zahl, die im Spiel ist. Priester Nummer 2, schau dir die Handkarte eines Mitspielers an und passend dazu die Nummer 1, errätst du die Handkarte eines Mitspielers, schalte diese aus, gilt nicht für Wächterin, also das, die 1 ist die Wächterin, also die kann man jetzt nicht raus. Da kann man mitraten. Entweder man weiß es tatsächlich, was der Gegner auf der Hand hat, oder man hat einfach Ratekrieg. Ja, das kann passieren. So, von diesen Karten gibt es auch mehrere gleiche, das heißt Prinzessin einmal, Gräfin einmal, König einmal, Prinz zweimal. Zofe zweimal, Baron zweimal, Priester zweimal und die Wächterin gleich 5-mal. Ganz grob gesagt, wir werden uns mal eine Runde spielen und ich denke mal, wenn ihr dabei zuguckt, dann werdet ihr auch verstehen, wie das so genau abläuft. Gewonnen hat man, wenn, wie viele Herzen bei 3 Spielern? Bei 4. 4 Herzen, wenn jemand 4, also der Letzte, der übrig bleibt, kriegt ein Herz und 4 muss man sammeln und dann hat man das Spiel gewonnen. Ganz simpel. Also, ja.
Recht simpel. Ja. Fast einfacher geht schon fast gar nicht mehr. Nein, gar nicht. Mein Glas steht noch hier. Oh ja, man ist auch. Oh mein Gott. Misch, misch, misch. So. Das ist ja unglaublich, so große Karten sind. Ich hab so kleine Hände. Ich kann damit gar nicht richtig mischen. Apropos Karten, die sind also ziemlich dick. Also da ist das sind insgesamt, also mit diesen Übersichtskarten, es gibt 4 Übersichtskarten und 16 Spielkarten, sind die schon recht dick, also so wie ein ganz normaler Spielstoß. Also so ein ganz normales Skatblatt oder so, oder? Ja. So. Genau. Das heißt, ich teile jetzt mal einfach mal die ersten aus. Und dann glaube ich, dass Philipp anfangen darf, weil ich aufgeteilt habe. Dann fange ich an. Genau. So, wie gesagt, eine Karte ziehen und dann kann ich entscheiden, was ich spiele. Der Priester schaut in die Handkarte eines Mitspielers an. Oh Mann. Schau dir die Handkarte eines Mitspielers an, Sascha. Okay. Sascha. Ich schütze mich mal. Okay. Mit der 2 natürlich. Roman, wir vergleichen unsere Karten. Wer den niedrigeren Wert hat, fliegt raus. Ja, fick dich. Ja, das heißt, es sind noch wir beide? Ja. Okay, das heißt, ich ziehe. Und du weißt nicht, was ich habe. Nein, aber die Zofe. Du musst das aber nicht machen, wenn du auch eine Wichtige hast. Aber ich kann ja raten. Ich rate mal, du hast den Prinz. Nein. Okay. Hat er wirklich nicht? Ich glaube es ja auch. Ist ja auch unfair. Wächterin, was hat denn Sascha vielleicht? Du hast den König. Mm-mm. Oh, schade. Okay, ich rate nochmal. Roman geht eine Runde schlafen. Ich rate nochmal, du hast die Zofe? Nein. Oh Mann. Was? Gräfe. Roman. Nicht Roman, ich sag der Oman. Was hatten die? Du musst die ausspielen oder... Ah, okay. Wenn ich König oder Prinz habe, muss ich Gräfin ausspielen. Gut. Ja, okay, du musst deine Handkarte ablegen und neue ziehen. Na. Und dann wäre ich ja dran, also... Leg mal deine Handkarte her. Du Wichser. Du alter Wichser. Ja, die Prinzessin. Ein Herz für mich. Ich wusste, dass ich nicht vergleichen will. Ja, nice, ey. Du darfst geben? Wem darf ich denn geben heute? Der Prinzessin. Der Prinzessin. Du darfst es ihr geben. Ein Herz hast du ja schon gekriegt von ihr. So. Ja. So viel zu mischen. So funktioniert also mischen. Ja. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Gut, mischen. Das ist auch den Austeilen. Gut. Herzlich willkommen bei Spieleabend TV. Wir zeigen euch heute, wie man Karten mischt. Es gibt verschiedene Techniken. So, Roman, du darfst anfangen jetzt. Hm? Ich schau mir mal deine Handkarte an. Hallo? Ich hab gerade mal irgendeine Karte. Hast du es gesehen? Ja. Ein Herz, das auf meiner Karte liegt. Dein Herz, Ich möchte gerne die Karte vom Roman sehen. Okay. Sascha, du hast
Einen Prinzen? Ah, oh, schade. Hast du nicht vorher seine Karte angeguckt? Nein, er hat meine angeguckt. Ach, so rum war das, okay. Sag grad. Ach, ich bin geschützt. Okay. Roman hat also einen Prinzen. Okay, dann rate ich jetzt mal. Philipp, ich kann ja eh nicht raten. Du hast... Du hast einen Baron? Ja! Oh nee, ich bin raus. Jetzt hoffe ich kann ruhig. Ja, du bist jetzt nicht mehr geschützt. Ja, stimmt. Oh no! Oh no! Du bist der Prinz. Nein. Hat er mich schon gesagt. Hab ich doch vorhin schon gesagt. Ich höre dann. Hättest du dich ja auch ändern können. Ja, eben. So. Machen wir das einfach so. Ich tausche mit dir. Jetzt komm bitte nichts raten. Der kann jetzt raten. Könnte es eventuell sein. Hast du eventuell die Gräfin? Was ein Wunder. Ach, vom Mist, ey. Yeah. Ja, hätte ich das andere gespielt, hätte ich auch verloren. Also von dem her. Weil ich hatte den König gehabt. Und der hat eine 6 und Gräfin eine 7. Und vergleichen ist halt wegen Tittenbonus. Ja. Das ist ja eine tralle Blondine, wenn du dir das Bild mal anguckst. Ja. Der hat schon ordentlich Ames dran. Ordentlich Holz vor dem Hüten. Ja. Oh ja, oh ja. Klatsch, klatsch, klatsch. Ah, mir tut alles weh. Sascha, du fängst an. Ja, ich fange an. So, fang mal einfach an, du bist die Prinzessin. Nein. Gut. Roman, du hast die Prinzessin. Nein. Dachte, jetzt fragst du ihn, ob er die Prinzessin hat. Ja, das wäre ja blöd, wenn er selber die Prinzessin und fragen würde. Ah, nee. Ich bin dran. Nee, ich muss erstmal spielen. Er hat nur gezogen. Ja, ja, okay. Hab noch zwei Karten auf der Hand. Ah, ich bin dran. Ich bin halt gierig nach der Prinzessin. Phil, du legst mal deine Karte ab und ziehst eine neue. Es ist ja aber keine Prinzessin. Na und? Ja. Ja. Ich will deine Karte sehen. Okay. Das musst du nachher in der Kamera sehen. Du Schlingel. Du Schlingel, du. Jetzt bin ich dran. König Roman. Bam! Roman geht wieder in der Runde schlafen. Haier. So. Sascha. Ja. Was hat der Herr? Ich schütze mich. Ja, toll. Ich mich auch. Nächste Runde. Na gut, dann spiele ich die. Bringt ja auch nichts. Du hast einen König. Nee, natürlich keinen König. Du hast einen Priester. Yay! Nächste Runde gewonnen. Doch nicht, ey. More hearts for me. More hearts. Das ist jetzt die zweite Mischmethode. Was ist das? Die zweite Mischmethode, die wir heute vorspielen. Wie nennen wir die? Mischen. Nein, ich meine, wie nennen wir die Mischmethode? Mischeln. Das eben war Karten mischen und das ist Karten mischeln. Genau. Das ist mischeln und das andere ist mischen. Genau.
Und dann gibt es auch die klassische Methode. Was ist dann das? Die Kindergartenmethode. Kindergartenmethode. Ja. So, dann fange ich jetzt an. Prinz. Nö. Oh, schade. Der Herr muss spielen? Ja. Ich vergleiche mal mit dir die Handkarte. Ist die Hilfe für dich und mich. Ich bin raus. Mal wieder. So, Roman, Battle. Battle. Mhm. Gut. Ja. Du hast einen König. Verdammt. Das war jetzt nicht schlecht, das war eine schnelle Runde. Ja, ja, ich meine, mit 16 Karten geht's meistens auch nicht schnell. Ja. Also ich nenne die Methode Karten runtermischen. Mischen. Karten auf den Boden mischen. Ich kann es. Ja, genau, das halt. Lass es doch. So. Soll ich mit Roman davon anfangen? Mhm. Du hast einen Prinz. Nein. Ja. Du hast einen Priester. Nein. Schade. Jetzt habe ich auch einen Priester gezogen. Zeig mal deine Karte. Bla bla bla. Ah, okay. Verdammt, ich habe zu langsam hingeguckt. Ich glaube, ich schiebe das nächste Mal rüber. Ja, du bist drin, Roman. Ich bin geschützt. Das hat irgendwie gar nichts gebracht, weil ich schon wieder vergessen hatte, was er... Ah, nee, jetzt fällt mir wieder ein, was er hat. Ja, ich bin auch geschützt. Genau. Du kannst nichts tun, du kannst nichts tun. Ja, ich merke es, also egal was ich lege, ich meine, vergleichen, aber ihr seid beide geschützt, also so what, interessiert keinen. Roman. Jetzt ist er aber nicht mehr. Nee. Ich aber noch. Noch eine Runde, ein Zug meine ich. Aber ich schau mir mal deine Handkarte. Darfst du nicht? Nee. Ach so, geschützt. Dann muss ich hab doch, gerade zack ich's doch. Okay. Jetzt nicht mehr. Krasse Karte Pizza. Ich okay, ich Pizza. Rate mal. Overhand. Philipp. Ja. Du hast einen Prinz. Damn. Hm. Du legst deine Handkarte ab und ziehst eine neue. Nochmal? Ja. Okay. Grafen. Gucken wir mal, was die letzte Karte Nein. ist. Du hast einen König. Du hast die Prinzessin, ja. Alles klar. Dö. Ich will auch ein Herzchen haben, mal. Du hast doch meins. Why you do this, Roman? Why you do this? This is not good, no, no. Eieieiei. Das heißt, eigentlich ist es bald vorbei. Ein Herzchen noch und hast du gewonnen. Ja. Oder zwei für ihn. Oder vier für dich. Dann hast du gewonnen. Ich glaube nicht, dass ich noch gewinnen werde. Bezweifle ich jetzt einfach mal ganz grob. Eventuell. Aber vielleicht ist die Prinzessin nicht das so Richtige für mich. Wer weiß ja. Willst du lieber Prinzen haben, ne? Gewinnen wir aber nicht mit dem Prinz. Ich wollte die Königin.
Aha. Ja, ich sag ja. So gleich to the top. Auf alten Pferden lässt sich's nicht erst hochschleifen lernen oder so. Egal. Gut. Ich schütze dich jetzt einfach mal. Ja, bevor du noch mehr sagst, dann schütze dich mal lieber. So, dann Roman, leg mal deine Handkarte ab. Ja. So, ich nehme dann gleich mal zwei, ne? Du bist der Baron. Wäh! Das geht! Ich bin nicht mehr geschützt. Okay, ich rate jetzt. Du hast Priester. Nö. Ach. Ich schau mir deine Handkarte an. Ja, du kannst es auch zeigen. Also, ich bin ja raus. König. Ja. Das ist jetzt wieder richtig behindert. Ich rate jetzt einfach mal. Jetzt muss ich ja richtig raten, sonst habe ich wahrscheinlich verloren. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das schon rausgelegt worden ist. Treffen? Da ist die Gräfin. Safe. Ich will's sehen. Das wird die Prinzessin. Ja. Ach, lass mich raten, du darfst raten. Roman, du musst nicht lange überlegen. Sofa? Jetzt hab ich so dumm, du hast schon gesehen, was ich hab. Ah, oh, nee! Prinzessin! Oh, nee! Das war zu viel. No. Das war zu viel, ich hab diese dumme Übersichtskarte geschaut. Außerdem wollte ich, dass du ein Herz kriegst. So, bitte. Ja. Dein Herz, Sascha hat dein Herz erlebt. Gemischt ist. Ausgeteilt ist. Tag, tag, tag. Und es geht los. Guck mal, schmeiß schon Herzen um. König. Oh. Zeig nochmal deine Karte. Okay. Puh, Schqual der Wahl jetzt, ne? Ich will gern Karten sehen, ups. Und zwar von Roman. Ich bin geschützt. Wir vergleichen mal Handkarten. Das ist verloren. Ach scheiße, jetzt weiß ich ja eh, was ich wüsste ja auch so, wenn ich mit der Ausfall, der Ausschalte. Ja, wenn dann mit der Gräfin rausfliegen, dann kannst du die Prinzessin so. Ja. So, ich bin nicht mehr geschützt. Und lass mich raten, du hast die Prinzessin. Na gut, aber wen habe ich denn rausgekickt? Rausgeschlittert. Bist du dran mit mir? Ja. Ja, okay. So. Piu, piu, piu. Ich spiel die Gräfin aus. König. Nein. Ja, ich bin geschützt. Hat er keinen König, hat er jetzt entweder einen Prinzen oder die Prinzessin. Oder er hat es einfach ausgespielt. Kann man auch machen. Ja. Ja. Macht aber meistens keinen Sinn. Du ziehst jetzt einfach mal eine neue Karte. Ja. Oh, warum? Was mach ich denn? Ja, er schon das hier. So.
leg schon mal deine Handkarte ab. Oh. Aber, Baron. Ja, ich habe das Herz der Prinzessin erobert. Roman hat das Herz der Prinzessin erobert. Blablabla. Jetzt gibt's heißen Prinzessinnen. Petting. What the fuck? Ja, gut. Ja. Das war Love Letter. Das war Love Letter, genau. Die Story vom Liebesbrief zum Akt. Genau. Nein, das ist Bruno Petting. Genau, den Rest gibt es erst nach der Hochzeit. Kein Geschlechtsverkehr vor der Ehe, nur Petting. Ja gut, was gibt's zum Spiel zu sagen, fazitmäßig? Also sehr schlicht, aber sehr schlicht, witzig. Sehr einfach. Aber trotzdem lustig, es macht auf lustig. Jeden Fall Spaß. Oder? Nein, tut's nicht. Du hast ein Herz, sei doch froh. Also für so eine kurze Nummer zwischendurch ist ja, das genau. Absolut okay. Also wenn man mal eben das Herz der Prinzessin erobern will, dann kann man das mal kurz zwischendurch mal so reinschieben. Ne? Also es ist jedenfalls kein Spiel, was den ganzen Abend füllt, aber es ist ein Spiel, was man zwischendurch mal ein paar Runden spielen kann. Und ich meine, ihr habt es ja gesehen, man kann dabei auf jeden Fall viel lachen. Mhm. Aber wir haben eine Überraschung für euch. Nein, das machen wir. Noch nicht? Nein. Okay. Nein. Dann sehen wir es in einer nächsten Videos auf jeden Fall. Dann, Wollen wir nicht noch ein bisschen was zur Qualität sagen? Und so? Ajo, also Karten sind ganz gut verarbeitet, die Herzen sind aus Holz. Ja. Die Schachtel ist aus Pappe. Plastik. Also. Es gibt für jeden, also das Spiel gibt bis 4 Spieler und für jeden gibt es eine Übersichtskarte, auf der halt draufsteht, was es im Spiel gibt und welche Nummer das hat und was es kann. Also ich meine, ihr könnt ja mal sehen, wie dick die Karten sind. Das ist halt schon ein Oschi hier. Und das sind nur 16 Stück. 16 Karten hier. Gut. Ja. Achso, die kommen nach unten, gell? Ja. Yep. Also, für einen netten Zeitvertreib zwischendurch ganz okay. Und stimmt auch so von wegen 20 bis 30 Minuten. Wir haben jetzt knapp eine halbe Stunde gespielt. Ja. Also passt auch. Ab 8 Jahre, ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Wobei Die Gespräche, die dabei so entstehen, sind nicht unbedingt. Aber das liegt an unserer ersten Veranlagung. Also, ich glaube nicht, dass ein 8-Jähriger anfängt, über Petting mit der Prinzessin nachzudenken. Oh Gott. Mami, ich habe die Prinzessin gewonnen. Darf ich jetzt mit der anders anfangen? Darf ich jetzt mit der Prinzessin Kaffee trinken? Darf ich? Ja, naja, wie gesagt. Ja, wie auch immer. Super Ding. Ja. Bis zum nächsten Mal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.